Na, wir sind teilen sie denselben Humor. Das ist auch schon mal was Gutes. Vips Wabitabe, Tharb Thenig, Sabade Bana. Muska Trieb, Yaflababgor, Shabini Jabid, Turb System. Das ist schon mal, auf jeden Fall schon mal Freunde, waren da fahren wir so Bekannte. Das ist schon mal gut, das ist einfach alle drin da. Ah, so steigt das Kochen auch. Na komm schon, kriegt sie noch hin, oder? Yes! Was macht der denn da an dem Computer? Was macht der jetzt? Nickerchen machen, wenn die Arbeit in... Wie doof bist du denn? Oh! Aufstehen. Muss auch gleich in einer Stunde auf Arbeit sein. Der geht auch gleich los, das finde ich super geil. So, fällt der hier oder irgendwas? Nö, die denkt über ihr eigenes Essen nach. Oh, ich bin Level 2 im Kochen und kann schon super leckere Gerichte herstellen. Sieht man den noch? Nee, der ist jetzt weg. So, dann ist hier auch gleich mal auf Achse. Jetzt kommt das Epische natürlich wieder hier. Lässt ihn die Schüssel... Und nö, doch nicht. So. Was machen wir? Schade, wenn ich jetzt in den Baumodus gehe, dann geht die Zeit ja nicht weiter. Das ist das Doofe. Was macht die jetzt, ne? Trinken. Okay, hast nur 10 Sekunden Zeit. Müssen wir irgendwie hinkriegen, dass es... Echt, mir gefällt das Haus auch gar nicht. Das finde ich total scheiße. Katie ist zur Arbeit. Jetzt bin ich aber gespannt. Hier ist die Zeit, wann sie wieder da sind. Hä? Hä? Oh oh. Yeah. Zarian wurde befördert und ist nun. Zarian ist befördert und ist jetzt offenes Mikro. Wurde befördert und ist jetzt offenes Mikrosucher. Okay. Er verdient jetzt 13 Sim-Dollar mehr pro Stunde. Was bei einem Stundenlohn von insgesamt 36 pro Stunde ergibt. Ui, das ist nicht schlecht. Er hat zudem jeden folgenden Bonus erhalten für 51. Visitenkarten, Halter, Stachelschein. Seine nächste Schicht beginnt am Freitag. Wow. Nice. So, du penn dich mal aus. Ich mache hier mal ein bisschen was in der Bude jetzt. Ah, wie machen wir das denn jetzt hier? Was ja an sich ja nicht schlecht aussieht, ne? Aber... Mir gefällt das nicht. Nein! Wie bewege ich mich denn vorwärts? Wie bewege ich mich denn? Wie mache ich denn das denn jetzt? Kann ich denn Wände verkaufen? Hey? Wie kann ich jetzt die Dinger verkaufen? Entfernen. Huch! Jetzt. Ach, jetzt ist er weg. Okay. Egal, ich reiß einmal die Wände mal kurz ab. Wand entfernen.
Wand entfernen. Ach, meine Möbel. Ach, da sind sie. Was ist das denn hier? Hab ich gar nicht gesehen. Gut, wenn die alle noch drinnen bleiben, dann ist es sehr gut. Wand entfernen. Ich mache jetzt hier meine eigene Bude draus. Wand entfernen. Einfach diese. Hast du schon voll? Toilettenpapier. Was kann er jetzt nicht im. Das müsste ich die verkaufen können, oder? Ne? Warum kann ich jemanden nicht verkaufen? Was ist das hier für Wände? Das möchte ich jetzt nicht. Hey? Wieso kann ich jetzt die Wand nicht verkaufen? Ist da nichts dran, oder? Wahrscheinlich, weil es die Grundpfeiler sind. Ach, das ist wahrscheinlich wegen dem Dach, kann das sein? Wie kann ich das Dach verkaufen? Oh. Oh nein. Nee, jetzt hab ich das Dings verkauft. Och, nee. Was kann ich denn eigentlich verkaufen? Ich kann sie wohl doch nicht so lassen. Hü! Nein! Ach, jetzt verstehe ich. Oh Gott. Ich will nur die Wand verkaufen. Wand entfernen. Den Rotz. Was hat er denn das hier? Ist ja klar, jetzt bloß, ich kann jetzt hier nicht eine neue Wand hinziehen, aber ich mache das einfach. Wandtool, Raumtool? Blödsinn! Oh ja, so ein Platzhalter hier. Rutsch mal rüber. Hm. Okay. Die Terrasse brauchen wir eh nicht, oder? Dann zimm ich erstmal so eine wunderschöne Wand hier hin. So, ich mache das jetzt mal ein bisschen größer, weil wir haben jetzt ungefähr an die 3 bis 4.000. So groß brauchen wir gar nicht. Warte mal. Warte mal. Essbereich haben wir. Küche haben wir. Das Badezimmer ein bisschen größer machen. Das Wohnzimmer ein bisschen größer und das Schlafzimmer. Gut, dann machen wir es auf jeden Fall ein bisschen größer hier. So, abbrechen. Jetzt müssten wir die Wand eigentlich abreißen können, oder? Ja, hat bestimmt wegen dem Dach da oben oder so. Oder was auch. Ach, wie ist der Kuckuck, ey. So, erstmal hier drehen. Wie sieht es denn hier jetzt aus? Dann zieht man die Wand einfach mit dem kompletten Möbeln länger.
Aber das wollen wir ja nicht. Was ist denn Peter drauf? Rund? Was ist denn hier? So, mal drehen der Kamera. Drehen, drehen, drehen. Geh doch mal nach oben. Ah, wieder mit Dings. Mal gucken, was aus. Was, ich muss ja mal schauen. Ich muss mal schauen hier. Das Schlafzimmer kommt noch ein bisschen größer. Ja, wir können ein bisschen noch putzen, können wir noch hier im Haus. So, ja, der Maus runter hier. Zacki. So, fertig. Türen. Was haben wir denn hier für Türen? Doppeltür mit geschwungenen Paneelen. Doppelpaneelen, Doppeltür. Einfach Doppeltür mit Balken. Doppeltür aus Stahl und Glas mit schmalen. Sieht das aus? So, das sieht aus wie ein Einkaufszentrum. Das ist viel zu groß. Boah, was sind das hier für Türen? Das sieht auch schon schön aus. Ich gehe mit einfach so einer schönen Tür hier, ist mir jetzt egal. Türen? Boah, was gibt's denn hier alles? Boah, Alter. Ist ja heftig. So, was haben wir da für eine Tür? Da müssen wir die passenden Fenster auch noch dazu klatschen. Oh, die kann man auch hin und her schieben. Oh, jetzt habe ich mir das eingebrockt. Warte mal. Sind die höher? Oh, nur 8000. Das wird so teuer. Ey, das wird richtig teuer. Ich muss auch innen noch machen. Oh mein Gott, was habe ich bloß Gang gestellt? Oh nee. Oh Gott. Egal. Katie kommt ja auch gleich wieder nach Hause und bringt sie auch hoffentlich Knete mit. So, dann könnte man natürlich noch eine Tür reinhauen, aber... Boah, sind die groß. Gibt es hier keine kleinen Sonnenfenster hier? Bloß im Braun? Problem gelöst, aber... Ah, wieder mit den Mauspfeilen hier. Maustasten. So. Das Schlafzimmer. Wie soll man das Schlafzimmer in der Tür machen? Oh, ich hau einfach irgend so ein Fenster rein. In der Hoffnung, das sieht irgendwie ansatzweise gut aus. So, wo ist denn, bis wann ist denn das Schlafzimmer hier? Das ist da. Kommt hier hinten das Wohnzimmer. Die Küche kommt da, da kommt der Essbereich. Badezimmer. Ja, das könnte schon ein bisschen funktionieren. Das könnte klappen. Das könnte klappen. Die Farbe gefällt mir nicht. Sie ist so rötlich. Ist die. Entschuldigung, wenn ich mich ein bisschen stumpf anhöre, dann habe ich meistens meine Hände mal vor den Mund. Muss ich mir mal abgewöhnen, wenn ich irgendwie so ein bisschen... Hallo? Drehen! Das ist, das ist doch so ein Experimentierhaus. Also ich probiere ja erstmal aus in den nächsten Folgen. Und wenn wir umgezogen sind, wird alles ein bisschen anders. Aber ich will mich auch ein bisschen erstmal hier austoben, damit ich auch ein bisschen weiß, was ich alles machen kann und tun und soll und... Das ist Klo wahrscheinlich. Das ist die Toilettenbürste.
Boah, sieht das scheiße aus. Dachte, er erwartet mich jetzt hier voll so die epische. Also man kann nur ein Fenster pro Dings. Ah. Oh Gott, was habe ich für eine Scheiße jetzt hier gebaut? Pleite. Das ist richtig schlimm. Ist jeder so klein? Oder? Na, da kommt, das ist schon auf jeden Fall tausendmal besser als das andere davor. Warte mal, mal Dings nochmal hoch hier. Zack, da haben wir die Fenster. Ach, das war da drin, ne? Warum ist das denn nicht mehr drin? So. Erstmal hier Toilettenpapier. Voll weit weg. Ist das hoch genug? Ist das okay so? So, einen Spiegel. Können wir nur auf diese Höhe packen? Oh Gott, ich habe keine Decke hier vor Augen. Ich weiß nicht, wo ich an. Was ist denn das? Eine Wand? Eine Wandbeleuchtung, gut. Das erklärt es um einiges. Stachelschein. Was haben wir denn noch? Wandbeleuchtung für. Hat der hier keine Lampe drin? Muss da eine Lampe drin gewesen sein? War da die Wandbeleuchtung drin? Das kann ja auch möglich sein. Dann machen wir die Wandbeleuchtung einfach mal. Oh, nee, ich habe keinen Bock auf Wandbeleuchtung, ganz ehrlich. Tschüss. Dann mache ich jetzt nämlich da Oberfläche. Nein, 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 nein. Beleuchtung. So eine schöne Deckenbeleuchtung, denke ich mal, wäre nicht so schlecht. Was haben wir denn hier alles für Auswahl? Prestige, Hängelampe, Jet. Ach, hau mal einfach so eine Lampe da rein. Hä? Warum nicht? Ach, ich hab kein Dach mehr. Oh Gott! Oh nee. Was hab ich denn so scheiße gemacht? Dachleisten. Ach, Kacke. Ist jetzt nicht wahr, oder?